Die Kirche unserer lieben Frau im Birnbaum, im Volksmund schlicht Maria Birnbaum genannt, ist seit fast 150 Jahren das Zentrum des 40-stündigen Gebets. Und sie ist nicht nur von außen ein imponierendes Bauwerk, sondern auch von innen. Gerade dann, wenn sie voll besetzt ist. Die Tradition, hier in Stille und Besinnlichkeit die Liturgie zu feiern, ist nach wie vor lebendig. Und zwar nicht nur bei den Einheimischen. Ach, ich denke, dass wir hier ganz buntes Publikum haben. Zum einen die, sowieso aus der Umgebung her, sehr oft hierher kommen. Ich habe auch viele bekannte Gesichter schon gesehen von den Sonntagsgottesdiensten. Aber ich denke, dass man hier immer wieder auch Leute antrifft, die noch auf der Suche sind, die zufällig hier vorbeikommen oder die das gelesen haben in der Zeitung am Wochenende, gesagt haben, da fahre ich doch mal hin, mal gucken und vielleicht dann auch dann überraschenderweise was für sich mitgenommen haben. Das ist ja das, was wir uns wünschen, dass man irgendwas an diesen Tagen einfach für sich mitnimmt, für das spirituelle Leben, für das Glaubensleben. Die Wallfahrt in Sielenbach wird vom Deutschen Orden geleitet. Zum 40-stündigen Gebet laden die Ordensbrüder jedes Jahr einen Gastprediger ein. Diesmal war es Weihbischof Josef Graf aus Regensburg. Er leitete 3 Tage lang jeweils die heiligen Messen und sprach auch die Predigt bei den Andachten. Die Zeit in Sielenbach war für ihn selbst eine Bereicherung. Für mich waren das auch geistliche Tage, weil ich immer bei der Anbetung Vormittag da sein konnte. Und was mich natürlich besonders beeindruckt hat, dass die Kirche 6-mal voll war. Also nicht bloß 3-mal bei der Eucharistiefeier am Vormittag, sondern auch Nachmittag bei der Andacht. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Also das zeigt, dass doch noch gute katholische Leute hier sind und offensichtlich auch gute Seelsorger hier sind. Während des 40-stündigen Gebets wechseln sich Betstunden, Rosenkränze, Andachten und heilige Messen ab. Ganz wichtig für viele Gläubige sind auch die Impulse, die sie von den Predigten mitnehmen können. Am Faschingsdienstag sprach Weihbischof Graf über Vergebung und Projektionen eigener Fehler auf andere Menschen. Heute Nachmittag wollte ich so die Schwelle zur Fastenzeit zu überschreiten einladen. Und da habe ich mir gedacht, wie beginnt das, indem ich auf mich selber schaue? Und dann haben wir dieses kleine Evangelium da genommen von den Splitter und Balken. Das habe ich selber sehr gern, weil ich denke mir immer, wir haben alle ein bisschen Brett vor dem Hirn. Und das ist oft dem ähnlich, was ich beim anderen entdecke an Splitter, wie es Jesus sagt. Also eine Kleinigkeit, die mich beim anderen sehr nervt, hat oft mit mir selber zu tun. Einer der Höhepunkte zum Abschluss des 40-stündigen Gebets ist die Prozession des Blauen Bundes. Der Blaue Bund ist ein Bund von Männern, den es genau wie das Gebet schon seit fast 150 Jahren gibt. Damals setzten sich 2 Landwirte erfolgreich für den Erhalt der Kirche ein. So wie sie tragen auch heute viele Sielenbacher zum Gelingen der Gebetstage bei. Und ganz offensichtlich lohnt sich das. Das 40-stündige Gebet stößt auch in der 148. Auflage noch immer auf großes Interesse.